Hallo, Hallöchen, wir spielen wieder Farmers Dynasty. Genau. Und ja, es ist wie immer früh morgens. Wir haben eigentlich so jeden Tag denselben Ablauf hier. Und wenn da mal die Kühe melken. So, zwei Milch. Zwei Milch. Gibt es heute überall bloß zwei Milch? Hallo Kuh. Drei Milch. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es da zwei oder drei Milch gibt. Warum das so variiert. Zwei Milch. Die legt sie erstmal gleich wieder hin. So, da haben wir gesagt, wir werden mal unser Vorratskammer ein bisschen aufstocken. Diesmal und da einige Sachen deponieren. Und wenn wir eine Frau hätten, würde die aus die Sachen, was wir in die Vorratskammer machen, leckere Menüs kochen. Und man könnte dann die entweder selber essen oder verkaufen. Aber da ich ja keine Frau hier habe, ist es natürlich schwierig. So, wir gehen mal heute hier hinten durch. Schauen, ob hier alles okay ist. Wie sieht denn das aus mit dem Futter? 210 Kilo Hühnerfutter. Also das reicht noch. Das reicht noch ein Weilchen. Da sind sie, die kleinen. Die kleinen Hühnchen. Wäre noch cool, wenn die hier rumlaufen würden. Machen sie aber nicht. Okay, dann gehen wir mal zur Vorratskammer und werden das da mal irgendwie einlagern. Vorratskammer ist hier unten. Da habe ich sogar noch was. Okay, was haben wir denn jetzt? Eier. Machen wir mal 18 Eier. Vorratskammer, jawohl. Milch. Machen wir, jo, 8 Milch ist gut. Okay, Fisch. Machen wir mal zwei Fisch. So, dann sieht es eigentlich schon schlecht aus. Jo, das lassen wir erstmal so. Den Rest behalten wir. Den nehmen wir mit, falls wir da noch Hunger bekommen. Haben wir natürlich was dabei. Okay, so, was machen wir da heute Schönes hier auf unseren Acker? Auf unseren Hof. Ackern, genau. Wir haben ja einmal noch unser Feld fertig zu machen. Und da haben wir hier noch ein bisschen Gras zu mähen. Hier ringsherum ums Haus. Hier ist auch noch einige Sachen zu reparieren. Ich meine, den Spielplatz brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber ich glaube, das ist so das Letzte, was ich noch reparieren kann. Und vielleicht gibt es ja dann irgendwie noch ein paar Sozialpunkte oder so. Oder vielleicht klappt es ja dann besser mit den Frauen, wenn die sehen, hey, der hat schon einen Spielplatz, der ist bereit, da eine Familie zu gründen oder so. So, aber es gab nichts und ich sehe auch nichts, damit ich da irgendwas anderes machen kann. So, Rasenmähen haben wir ja schon mal gesehen. Das wäre eigentlich hier. So, ich weiß nicht, ob die Blumen da weg sollen. Und bei mir fliegt das alles weg. Das ist für mich wie Unkraut. So, man könnte das natürlich auch stehen lassen, glaube ich. Aber ich weiß nicht, alles, was in den Trimmer kommt, kommt weg hier. Okay, hier noch. Hier noch.
Da noch ein bisschen. Hier müssen wir noch ein bisschen die Birke freischneiden. Okay. Da haben wir noch was vergessen oder ist das schon wieder gewachsen hier? Na, das habe ich wahrscheinlich das letzte Mal vergessen. Da ist noch ein bisschen was. Okay. Das ist ja, glaube ich, auch so, damit es wieder wächst hier, das Gras. So, auf jeden Fall mal ringsherum hier so ein bisschen ums Haus ein bisschen Ordnung machen, das macht schon einen ganz anderen Eindruck und mir gefällt es dann, wenn das ein bisschen gepflegt aussieht. So, noch um den Sandkasten ringsherum hier. Ich sag, wenn wir das einmal gemacht haben, dann haben wir ja auch Ruhe erstmal, bis das da wieder alles verwuchert und verwildert hier. So, noch hier unter der Rutsche. Oh, hier kann ich sogar hoch, oder wie? Was ist denn hier los? Habe ich das nicht schon gemacht? So, das sieht erstmal nicht schlecht aus. Hier ist noch so. Ich glaube, das ist aber schon wieder gewachsen. Das habe ich doch schon weggehabt hier. Da ist auch noch wieder so ein Grasbüschel. Das habe ich doch alles schon mal gemäht. Ich glaube, das wächst hier nämlich schon wieder. Das ist aber, das ist noch gar nicht so lang her, bin ich da schon drüber gegangen. Oder zu richtig Wasser ringsherum hier um den Misthaufen. Okay. Da sehen wir noch die Spuren von letztes Mal, wo ich dann noch mit dem Gruber unterwegs war. So, ich denke, wenn ich hier schon dabei bin, werde ich das hier auch gerade noch wegnehmen. So, Sozialpunkte kriegen wir dafür nicht, weil das ist, glaube ich, normale Hofarbeit. Okay, da haben wir noch ein bisschen, da haben wir hier noch ein bisschen. So, da wird mir langsam schlecht, so wie ich hier mit der Sense durchgehe. Boah. Okay, das reicht. Sonst haben wir da, ist gut. Wie sieht es eigentlich mit dem Futter bei den Kühen aus? Ja, 937 Kilo. Das reicht noch. So, es kann sein, damit wir noch zum Händler müssen. Vielleicht haben wir gar nicht genug Saatgut für unsere Sämaschine, damit wir da noch was einbringen können. Wir können ja jetzt auch was anderes drauf machen. Wir machen erstmal einen Check. So, und zwar, was können wir da? Nix. Hier, was gibt's denn hier am meisten? Erbsen. Raps gibt's natürlich am meisten. Weizen gibt's da gar nicht so viel. Okay.
Raps wäre natürlich nicht schlecht. Soja. Erbsen gibt es am meisten, aber mit was erntet man denn Erbsen? Auch mit einem Drescher? Okay. Das müssten wir uns jetzt natürlich überlegen. Raps hatten wir ja schon drauf. Und jetzt weiß ich nicht, ich muss hier, glaube ich, mit der Sämaschine reinfahren. Dann sehe ich auch, was wir da drin haben. Ansonsten sehe ich das nämlich gar nicht. So, da muss ich dann irgendwann auch noch mal ein bisschen Gras mähen. Aber das machen wir später. So komme ich da durch. Jawohl. Der Fahrer kommt da immer durch. Oh oh. Jetzt wird es natürlich schwierig. Kriegt das Ding da gar nicht rein. Die tolle Sämaschine, das ist eine wahre Pracht. Okay, Magazin, da steht's ja schon. So, bleib jetzt stehen. So, wir haben einfach noch Weizen. Maschine gefüllt. Maschine leeren. Warte mal. Angekoppelte Maschine mit 0 Kilo. Aha, Maschine befüllen. Ja, natürlich. So, kann ich denn damit auch Erbsen? Erbsen könnte ich auch machen. So, ich würde ja sagen, wir machen Erbsen. Aber dafür müsste ich erstmal eine Runde einkaufen. So, ich möchte natürlich schauen, was die Tomaten machen. Ja, es wird langsam, aber es dauert noch. Okay, ich würde sagen, wir werden mal das Auto nehmen. Das Auto haben wir schon lange nicht mehr bewegt. Wir werden da mal schauen, ob wir Tomatensamen noch organisieren können. Das sollten wir ja von unserer netten Nachbarin. Oder Nachbarin. Von da, wo wir den Mähdrescher haben, sollten wir das eigentlich bekommen. Und die wohnt irgendwo da hinten. Ich weiß noch, ich glaube, ich weiß noch ungefähr wo. So, unser Händler muss heute mal warten. Da kaufen wir heute mal nichts. So, ich glaube, wir müssen hier lang. Muss ich da hoch? Ist das der Weg? Das ist der Weg. Okay. So, hier ist immer noch alles offen. Nur weil ich es nicht zugemacht habe, macht es auch keiner. So, jetzt habe ich doch das nette Fräulein hier schon irgendwo gesehen. Oder täuscht mich das da? Sie hat mal gesagt, ich könnte vielleicht... Wir reden später. Ich könnte da was kaufen. Wir reden später. Mann. Und wie soll ich was kaufen hier, wenn ich hier das günstiger bekommen sollte? Sie hat doch gesagt, ich kann hier günstiger... Tomatenzeugs bekommen. Ich glaube, sie mag mich, aber sie will ja nicht mit mir reden. Aber seid ihr doch gesagt, ich bekomme hier günstiger Tomatensamen. Muss ich denn vielleicht hier reingehen? Schauen wir mal. Gehen wir mal in ihr Gewächshaus. Dafür, damit sie... Hier kann ich auch nichts anklicken.
Okay, dann halt nicht. Warte mal, ich hab doch ein Auto gehabt. Wo hab ich denn das wieder hingestellt? Hier hinten. So, jetzt muss ich mal schauen. Hier steht ja so ein riesiger Antennenmast. Gibt's da vielleicht irgendwo eine Kiste? Das heißt ja, es sind da Kisten auf der Karte versteckt und ich habe zwar eine beim Bahnhof gesehen, aber die konnte ich auch nicht öffnen. Okay, hier kann ich auch nichts machen. Da hinten hat es noch so eine Steinformation. Wir werden mal hier ein bisschen die Karte erkunden. Machen wir mal Survival-Training hier. Okay, jetzt ein paar Steine von den Angelsachsen oder so. What? Alles klar, ich habe eine Kiste gefunden. Uiuiuiui. Also, Parfüm ist drin. Eine Angel ist drin. Okay. Aber warum konnte ich denn dieselbe Kiste hat ja beim Bahnhof auch gestanden. Wieso konnte ich die nicht aufmachen? Okay, ich habe eine Kiste gefunden. Das hat aber jetzt lang gedauert. Okay, hab mir irgendwie schon gedacht, damit es irgendwie an so einem speziellen Ort sein muss. Okay, hier bei die Jeanette ist eine Kiste oben. Da, wo wir den Mähdrescher her haben. Da gibt es eine Kiste bei den Steinen. Jetzt haben wir zwei Angeln, können wir eine verkaufen. Okay, hat sich der Ausflug doch gelohnt. So, wir fahren gleich mal hier hinten runter. Vielleicht entdecken wir ja doch noch was. Vielleicht einen Apfelbaum oder so. Einen wilden Apfelbaum. Hier ist eigentlich auch irgendwie so ein komischer Ort. Hier ist es noch eingezäunt. Aber hier ist sicher. So viel Glück können wir eigentlich nicht haben, damit wir noch eine Kiste finden. Das wäre natürlich wirklich, wirklich Zufall. Okay, wir sollten auf jeden Fall das nächste Mal noch zum Bahnhof und nochmal schauen, ob wir jetzt die Kiste öffnen können. Hier ist alles zerfallen, aber wer wohnt denn hier? Hier ist gar niemand. Doch, da ist jemand. Ich bin beschäftigt. Okay. Und du? Tag. Haben Sie ein paar landwirtschaftliche Tipps für mich? Diese neuen Mähdrescher sind viel effektiver. Du wirst bei der Ernte nicht mehr so viel verlieren. Okay, welche Mähdrescher? Kann ich Ihnen behilflich sein? Nein, im Moment nicht. Danke, wir sehen uns. Okay, Sie mögen mich alle irgendwie nicht. Ich frage noch mal den hier. Das sieht ja aus, ich will ja Ich bin nichts sagen. beschäftigt. Okay. So ein Schwarzarbeiter quasi. Was diese beiden Mähdrescher, was denn für Mähdrescher? Hat die da Mähdrescher drin? Nö. Aber sie hat auf jeden Fall ein paar Ballen da drin. Und ich kann einfach da durchlaufen. Das ist aber nicht normal. Okay, aber hier, das ist dann auch wahrscheinlich wieder so eine Mission, wo wir dann irgendwas reparieren können. Wenn wir die anderen Missionen alle gemacht haben, können wir dann wieder zu den anderen Höfen fahren und Missionen machen und Geld verdienen. So, ich wollte eigentlich zum Händler fahren, der ist da unten. Warte mal, hier ist jetzt das neu. Pflügt das Feld. Ja. Okay. Da ist auch das auch neu.
Dann repariere eines der Gebäude. Transport, Mission Transport. Okay, es scheint immer wieder andere Missionen zu geben. Reparieren Sie eines dieser Gebäude. Das ist ja interessant. Jetzt habe ich es denn nicht mehr angeklickt. Okay, wir fahren da mal hin. Gut, ich werde mal zum Händler fahren, schauen, was wir da noch einkaufen können. Und wir sehen uns doch das nächste Mal wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis bald mal wieder. Ciao, ciao. Bis bald mal wieder. Bis gleich. Hä? Okay, ciao.